Wow, und da haben wir schon wieder Last Refuge. Oh, ich war der schnellste Loader-Team. Obviously bester Spieler im Game. Obviously kleinster Pimmel im Game. Oh, wo kam das denn her? Ja, weil ich immer so ein bisschen besser Spieler, besser bla hier und so weiter. Also. Bitteschön, Rob. Ja, sehr Rob. Gerne. Rob hat. Da müssen wir also beim nächsten Mal wieder anders, anders laufen. Hoffentlich crasht er nicht das Game oder so. Aber verhalte dich gut, Rob. Wir haben hier Admins im Game, die können einfach Disk drücken und dann bist du weg. Also bitte komm jetzt nicht auf falsche Gedanken. Also anständig bleiben. Anständig bleiben generell gute Idee. Ach, definitiv. Und wir haben den Ancient of War, der hier am Goblin Merchant gebaut wird. Das sieht immer greedy für mich aus, dieser. Ja, aber ist es dann meistens nicht, ne? Aber das machen die immer in letzter Zeit, oder? Das sehe ich jetzt ja, ständig. Macht man auf jeden Fall oft. Männer, ich glaube, 3 Wisps muss man da haben für einen Repair. 2 oder 3. Und dann geht das eigentlich schon. Aber wenn halt so ein Blader ne, da ankommt, dann sind die Wisps auch mal ganz schnell tot. Ja. Demon Hunter als First Hero war natürlich nichts anderes zu erwarten. Und links den Blade Master natürlich. Ja, gucken, ob wir jetzt was Interessantes sehen werden oder ob wir einfach nur Standard, das kann natürlich auch interessant werden, aber Standard Tail in Game. Was mir gut gefällt an der heutigen WC3-Szene ist, dass man doch sehr viel unkonventionelles Zeug immer wieder sieht. Also auch die Spieler, die haben da Bock drauf, verschiedenste Strategien doch nochmal auszupacken. Hast du Walkworkers-Strategie gegen Nightelf gesehen? Leider nicht. Die ist sehr unkonventionell, ist aber ein bisschen nervig. Was macht er denn dann? Er geht schnell Tier 3. Towert seine Echse wie ein Bekloppter, naja. Baut einen Arsch voll Demolisher und gewinnt irgendwie gegen jeden Night Elf. Okay. Das klingt ja grauenhaft. Er ist auch ziemlich langweilig, geht immer nur ein Fight. Achso, krass. So, jetzt kommt der Creep vom Night Elf und der potenzielle Creep Jack vom Blade Master begibt sich schon direkt in den Windwalk. Große Mana, meh, das ist nicht, was man will. Irgendwie habe ich Angst um den AOW, aber jetzt ist die Angst auch. Sollte sich langsam auch erledigt haben. Nein, der AOW, der wird doch fallen. Ja. Der Blader. Oh, wenn der Blader das nicht schafft, dann ist es aber traurig. Nee, kriegt er nicht hin. Kriegt er nicht. Die Creeps haben abgelassen vom Ancient. Ah, okay. Ja, stark auf jeden Fall. Also damit war der Harris auch ziemlich für den Arsch bis jetzt, oder? Hat der Demon Hunter was gekriegt und verkauft? Der hat einen Last Hit bekommen, der Blader, auf einen Creep. Kriegt jetzt eine Archer. Hat aber auch einiges an HP dafür eingebüßt. Übrigens, der Circlet wurde nicht für den Ork ja, verfügbar, da der vom Night Elf weggekauft wurde. Hat der, was hat der, hast du das Item gesehen, was er dann gekriegt und verkauft hat? Große Mana. Ah, okay. Stark. Oh, da ist der Grunt, der battelt sich gegen den Tree of Life und das ist doch cool, da mit dem einen Grunt King Wisps, da wird natürlich nicht viel anrichten, aber er ist da immerhin. Er ist immerhin da. Ja, kann ein bisschen rumnerven, da muss dann Sonic gegen Mike schon, ist ein bisschen. Ja, blöde. Natürlich sollte er dagegen keinen Wisp verlieren. Kann allerdings ab und zu mal passieren. So, und jetzt ist der Blader, der Demon Hunter hier in der Base des Gegners, um Boros zu canceln. Jetzt kommt es zum Manfight. Oh, Blader yes. Kann sich immer wieder zurückziehen und heal serven. Jetzt werden gleich die Boots gekauft werden und der Blader wird sie mit Sicherheit bekommen, da er sich, wie ihr seht, weiter vorne befindet. Jo, und der Blader wird sich die Boots holen, wie du schon sagt. Holt auch das Dust. Und ein Circlet, das war ein teurer Einkauf. Mhm. Oh shit, das Moonwell ist fast tot. Aber Staff nach Hause vom Demon Hunter. Saved es nochmal. Aber der Blader, ich glaube, das Moonwell ist kaputt. Mhm. Mal gucken, ob er das retten kann. Irgendwie der AOW, der steht hier noch. Oh, es wird knapp. Oh, ganz schön knapp. Er kann es repairen, wenn er jetzt die Wisps rausholt. Holt sie macht nicht raus. Holt sie doch, vielleicht zu spät. Zu spät vielleicht. Nein, doch nicht, schafft er. Oh, er schafft's. Boah, wie krass, ey. Gerade so vorhin den AOW gerettet, jetzt gerade so den AOW gerettet. Stimmt. Oh, es lag bei mir. Das ja, lag. Oh. Ja, es steht einfach, ne? Und jetzt heftige geht's wieder. Spikes. Ja. Die Base hier ist dicht übrigens, auch wenn es ein bisschen komisch aussieht. Jetzt kann er sich endlich die Boots holen. Und jetzt kommt er ja in die Tavern. Bist du noch da? Ja, ja. Ja, gut. Manchmal fragt man sich, ob man nicht disst und dann redet man manchmal noch 20 Minuten weiter.
Jetzt geht's ja auf den Run, der kriegt ganz schön viel Schaden. Und das macht Cash nicht besonders gut, macht er dann die Base dazu, aber er hat ja einen Staff, ne? Der hat aber noch Cooldown. Richtig, also der Grunt wird ja wahrscheinlich verrecken, außer er macht einen schönen Block mit dem Peon, versucht's aber erst gar nicht. Team Hatter kommt sogar raus, er wollte ihn blocken, aber da ist der Arsch vom Blader bei weitem nicht dick genug, um das wirklich zu blockieren. Jetzt einen Grunt verloren, das ist natürlich nicht das Allergeilste, aber er hat, wir kennen Night Elf gegen Ork. Am Anfang ist alles nur Geplänkel, hier, da, dies, das. Worauf's ankommt, ist am Ende Tier 3 mit Master Talents. In der Tat. Und darauf läuft das Ganze hier auch hinaus. Wir sehen den Tier 3 Tag jetzt angefangen. Die zwei Engines of Wind müssen gleich im Bau kommen. Und ja, jetzt plänkeln die beiden da noch so ein bisschen. Also die Creeps, das wird jetzt ein bisschen unübersichtlich. Die hauen auf die Night Elf Heroes. Aber der Night Elf gewinnt den Fight, auch wenn der Demon Hunter jetzt schon ein bisschen angeschlagen ist. Der wird sich jetzt eventuell zu Hause heilen und dann wieder zurückkommen? Nee, das dauert zu lang. Ich glaube, er hat einen Staff ready. 90 Sekunden sind das. Er hat ihn gar nicht benutzt. Von daher ist das Harassment hier noch möglich mit dem Staff. Mhm. Ja, zack, 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 voll HP. Die Spirit Lodge hier, die bietet ein würziges Ziel an, welches er hier vielleicht sich verschnabulieren möchte. Aber ja, hey, aber er entscheidet sich für einen unkonventionellen Creepspot, und zwar den seines Gegners, die Natural Expansion sozusagen. Das ist gut, die wegzucreepen, denke ich, aber der Ork macht auch komische Sachen. Mit seinen zwei Grunts und seinen zwei Heroes läuft er jetzt Richtung Mitte der Map und dann weiter Richtung Night Elf Base. Will ihn vermutlich eher creepjacken, als dass er da... Weil was soll er da schon groß anrichten? Also das ist, läuft ziemlich gut jetzt hier für Sonic. Also eigentlich kann er nichts killen, weil da kann man ja easy gegen repairen als Night Elf und dann auch sich recht zügig wieder nach Hause begeben. Wow, der Plan geht komplett auf für Sonic, also Cash läuft hier komplett ins Leere. Wenn er jetzt stellt er sich da unten, oh shit. Hat TP oder irgendwas? Nee, nichts, um heimzukommen. Und der Raider steckt fest, solange die Peons da nicht weggehen. Oh, und das Bolo wird er vielleicht verlieren. Wo ist das zweite Quillbeast? Wie viel Mana kostet es nochmal? 70 was? Oder sowas? Quillbeast. Was sind? 75. Okay. Dauert noch kurz. Er will den Raider hier killen, aber der ist natürlich fix unterwegs. Aber er blockt mit dem Quillbeast den Weg nach draußen. Ziemlich cool gemacht. Wenn er den Raider hier kriegt, das wäre auf jeden Fall geil für Sonic. Und es sieht mal auf jeden Fall so aus. Jo, ey, das ist richtig stark. Da zwei Units dann rauszunehmen, einen Grunt und einen Raider, ist fatal in der Situation. Der Ork-Spieler will in der Zeit besonders stark sein gerne und auch bleiben, bis da erstmal viele Talents sind. Oh, aber jetzt der Round of the Beastmaster, aber es gibt natürlich noch das TP, das übergeben werden kann. Jetzt übergibt er erstmal, da ist übrigens unser Rob. Oh, er hat einen Staff gecancelt. Weiß ja, nicht, er wollte nicht TP'en, so wie es aussieht. Jetzt muss er das TP aber übergeben. Ja. Oh ne, genau. Er wollte den Beastmaster lieber sterben lassen. Er hat übrigens seinen Raider denied gerade eben. Okay, cool. Den Blader. So wie mit dem Grunt eben auch schon, ne? Oder? Ne, der Grunt war in der Base und er ist so gestorben. Okay, und Cash sagt wieder, es gibt hier einige Lags. Was ein paar Mike-Show-Situationen erklären könnte. Ja. That's right. Holy moly. Da sind ein paar richtig beschissene Pings dabei. In der Tat. 251, das ist nicht so geil. 134, da schon wesentlich angenehmer. Guck mal, ich habe 37, du hast 45. Ich will damit natürlich nicht sagen, dass ich der bessere Spieler wäre. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall klar der Fall. Weil damit hat das nichts zu tun. Ich glaube wohl. Naja, auf jeden Fall viele Dragons auf den Ogre Warrior. Und da geht er down. Ganz klassisch den Tinker Third. Vorhin haben wir den Keeper of the Grove gesehen, aber... Die TOE, boah, nice. Krass. Das ist sehr schön. Oh Mann, ey, armer Cash. Oh, aber auch da, TOE oh, für Cash. Genau. Level 2 jetzt für den Ork und Level 2, 1, 1 für die Night Elf. Und jetzt wird er gleich den nächsten sehr guten Spot creepen. Das eröffnet vielleicht eine Möglichkeit, würde ich sagen, für Cash, wenn er nicht vorher schon ein bisschen zu viel Federn gelassen hätte. Was hast du für einen Spot hier, Phil? Ich habe gar nicht gewusst, dass es auf Last Refuge ein Goblin Lab gibt. Yes, in der Tat. Stimmt, das habe ich ja gar nicht gewusst. In der Tat gibt's das. So, was kriegt er? Mana Stone. Boah, Money Item für den Shadowhunter. Sehr gut auch, dass der Ork-Spieler die Experience gekriegt hat. Oh, Telefon. Ist nicht meins. Ist nicht für mich. Okay. So. Dann können wir hier beim Spiel bleiben. Yes. Wo ist das Master Upgrade? Hat er es schon? Ja, hat er. Okay, er ist gerade eben fertig geworden und jetzt werden nur noch Talents gepumpt. Haben wir hier einen Shop? Ah ja, da ist der Shop. Ich habe gerade nicht gewusst, ob er schon einen hatte. Staffs, wie sieht's aus? Kein Staff, kein TP. Das war mal früher, oder
ja, zu einem früheren Zeitpunkt heute beim Cup schon gesehen. Mhm. Und da hat es dem Night Elf richtig den Rücken gebrochen. Ja. Das ist jetzt fies, so. Der Night Elf weiß genau, dass er jetzt gerade eine gute Zeit hat, weil sein Gegner nicht besonders viele Experience hat sammeln können vorher. Das ist ihm durchaus bewusst. Und ja, gut, jetzt creept er doch erstmal seinen Demon Hunter auf Level 3. Aber ich finde irgendwie in der Situation, in der er gerade steckt, da kann er gleich schon so viel Druck aufbauen, oder? Mit den Talents und so. Ich finde, jeder einzelne Talent, der dazu kommt, ändert einiges. Ja. Durch den extra Cyclone natürlich. Ja. Und Level 3 Demon auch nicht schlecht. Und dem Gegner hier den Spot wegzunehmen, auch gut. Was hat er eigentlich gefunden? Ankh. Das ist eigentlich ziemlich gut. Vor allem, weil er keine Staffs hat und kein TP. Das ist so risky hier von Sonic. Ich glaube, jetzt holt er sich ein TP mit dem Tinker. Sieht ganz genau. Ne, er holt sich nur die Scroll of Healing und die Scroll of Protection. Das heißt, das wird sie wahrscheinlich. Also, entweder gewinnt den Fight oder verliert ihn. Aber wenn er den Fight verliert, sieht es finster aus für den Night Elf. Aber wenn er ihn gewinnt, dann. Ich glaube, die Chance steht ja ziemlich gut, dass er das hier durchzieht. Ne? Ich glaube, Cash wird richtig schwer. Aber er hat schon Level 3 Shadowhunter inzwischen hingekriegt und die Level 3 Blader auch gleich. Mana Potion und Mana Stone Peon sind im Kampf dabei. Es geht direkt auf den Shop. Große Priorität sieht Sonic in diesem Kill. Und er kriegt ihn auch. Der Tinker wird gefokust. Ankh vielleicht übergeben. Wo ist das Ankh? Auf dem Beastmaster. Wird's übergeben? Wird's übergeben? Es wurde übergeben. Sehr schön gemacht. Somit der Tinker gleich zurückkommen. Und jetzt der Beastmaster vielleicht das nächste Opfer von dem Focus Fire. Nein, er kommt hier weg. Und der Demon Hunter wird hier schnellstens angegangen. Aber der hat doch noch eine Invo Potion. Und die wird er jetzt gleich auch nehmen, würde ich ihm vorschlagen. Also von dem Fokus von Cash hier halte ich nicht so viel. Nee, ich auch nicht. Geht auf die Heroes, die ja wirklich schwer zu killen sind. Jetzt die Scroll of the Beast eingesetzt. Das ist einiges an Damage Output. Der Beastmaster geht down. Der Beastmaster wurde hier doch noch rausgenommen. Und jetzt geht auf den Demon. Nimmt jetzt hier die Invo-Potion. Jawohl, instant die Invo. Jetzt vielleicht ein Tinker hinterher. 7 Sekunden danach. Guck mal, wie wenige Units da nur noch sind für einen Ork-Spieler. Aber trotzdem, der hat jetzt gleich, wenn er die Heroes verlieren sollte, und das sieht nicht gut aus für die Heroes, dann kann er das Game hier nicht zumachen. Niemals. Aber er wirbelt immer wieder einen Blade Master hoch. Und solange er das machen kann, hat er keine... Muss er nichts befürchten hier. Und Cash sagt, can't move. Ja, der wahrscheinlich wegen Cyclone, oder? Achso, ich dachte, große Ping-Probleme. Ich dachte, er sagt das wegen hier Cyclone. Hier Cash auf jeden Spaß Fall frustrieren. Nee, nee. Das ist schon ernst gemeint. Ja. Aber auch wenn er hier in seinem Micro ein bisschen, ja, gehindert wird... Weiß ich nicht, ob es noch gut aussieht. Er hat keinen Shop und das ist sowas von schlimm. Er hat allerdings noch eine Mana Potion auf seinem SH. Gleich mit dem Endsnare und Hero Focus, aber Demon Hunter hat mittlerweile das TP. Das hat er sich jetzt geholt, genau. Ja. Er killt bestimmt nochmal einen Raider hier, ja. Yes. Und der Tinker überlebt, okay. Also, 38 gegen 33 Supply. Ist natürlich echt scheiße, wenn man als Ork-Spieler da supply-mäßig wirklich hinten ist gegen den Night Elf. Das, früher war das eigentlich immer schon, da haben wir schon gedacht, oh shit, sieht das schlecht aus. Heutzutage machen die Orks das manchmal mit Blade Master Actions noch. Aber unten rechts sehen wir auch noch eine Echse für Sonic. Oh shit, tatsächlich. Also auch abgefahren, er kämpft da ohne TP, volles Commitment, baut zeitgleich noch eine Echse irgendwie, also erhöht da quasi, verringert da seine Chancen, um da das Game schnell dicht zu, also zuzumachen und den Fight zu gewinnen. Und... Aber er weiß nicht, dass der Ork nicht weiß, dass Sonic da rechts unten die Echse gecreept hat vielleicht. Und der Night Elf hat ja selber den Spot gecreept, das heißt, ja, er genau. Könnte da durchaus hinlaufen wollen. Ja, genau, das war genau das, was ich gerade meinte. Achso, okay, das habe ich nicht ganz gerafft. Ist okay, haben wir es halt beide gesagt. Aber erläutert halt, du hast doppelt es noch erläutert. Hält besser. War gut, ja, war sehr gut. Haben wir einen TP auf dem Night Elf, um den Kram da unten zu verteidigen? Noch nicht, aber er sieht's nicht. Oha, so knapp! So knapp und er sieht die Echse nicht. Das ist natürlich auch eine super dreiste Echse. Keine Frage. Ja. Total dreist. Total dreist. Boah, Level 3,5 Tinker schon. Oh ja. Boah, diese Pocket Factory Viecher, ne? Ist echt fies. Aber levelt man nicht sogar Level 2 passiv, weil das besser was? Ist für die Pocket Factory oder so? Echt jetzt? So was gibt's? Mit dem Passiv kommen ja die Viecher schneller raus. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe noch nie Tinker gespielt. Da kommen die Viecher schneller raus? Das habe ich noch nie gehört. Ich drücke einfach nur immer, ja, okay, Passiv war Skill so. Nee, Passiv ist es. Macht die Skills besser. Die Rockets und die Pocket Factory. Ach ja, oh Gott. Das ist ja ewig lange her, dass ich da über nachgedacht habe. Move Speed und 2 Damage oder sowas. Krass, stimmt. Ah ja, 2 Damage. Und deswegen sehen wir hier, er hat Level 1 Passiv, weil er hat plus 8 Damage. Ah. Okay, es wird wieder Go gemacht in der Gegnerbase. Sonic will hier, obwohl er die Echse hat, obwohl die Zeit für ihn spielt, ist er quasi ungeduldig. Kauft sich nochmal einen Berserker, der natürlich nett funktioniert mit seiner Flute of Accuracy und er verliert direkt wieder zu Beginn diesen Shop. Das ist. Er verliert direkt den Shop, echt scheiße.
Und jetzt geht's erstmal auf dem Altar, so Cash versucht hier irgendwie nicht direkt zu fighten. Die Position sieht ja auch echt unangenehm aus für den Ork hier, finde ich. Mit dieser Pocket Factory direkt in der Mitte. Und Cash weiß das. Oh, guck mal, der High Ground Fairy Dragon, das ist ziemlich cool. Ja, stimmt, das ist tatsächlich sehr cool. Weiß nicht, ob man da Vision kriegt, wenn er seine Laserbeams schießt. Müsste eigentlich, ne? Aber man weiß es nicht, kann mir auch gut vorstellen, dass es nicht so ist. Oh, zweite kommt die nächste Pocket Factory, aber die erste ist jetzt down. Ha. Ah, die steht auch sehr gut, die Pocket Factory, jetzt hinter den Heroes und dann noch ein bisschen so neben den Talents. Das sieht schon mal ganz schön bitter aus für Cash. Wir haben keine Spirit Links. Aber der Beastmaster geht schon wieder down. Der Beastmaster ist schon wieder down gefokust worden, direkt. Und jetzt geht's weiter auf den Tinker. Und auch der wird nicht mehr lange leben, so wie das aussieht. Nochmals Disenchant, aber boah, komm, wirbel doch alles hoch. Und mit der Unten lieber hoch. Der Shadowhunter kriegt jetzt auch richtig ins Gesicht. Hat allerdings noch eine Mana Potion, kann sich also dann gleich heilen. Die Echse läuft und läuft und läuft für Sonic. Das macht das Ganze natürlich für Cash immer schlimmer. Und das muss er schaffen, ja. Good Game, 1-0 für Sonic, den Night Elf-Spieler. Und damit Matchball für ihn, für dieses Turnier.